Schönen guten Morgen. Wir sind im Arntal heute. Wollten wir schon lange machen. Und für uns geht es heute auf die Schwarzensteinhütte rauf. Aber auch schon lange im Programm. Die geht da rauf, gell? Genau. Die Richtung. Ganz hinten rauf. Genau. Aber wunderschönes Tal. Und sind ungefähr 1000 Höhenmeter drin, 1000 zum Tragen. Also recht eine coole Sache. Vor allem ist es halt unten relativ gut noch. Und im oberen Bereich ist es so ein klassischer Wanderweg in der Gegend. Also soll alles machbar sein. Schneereste haben wir doch noch ein paar vom letzten Winter. Meist erfischt man jetzt Ende August dieses Jahres. Also ich vermute, er wird gar nicht weggehen. Und sind aber relativ gut quer. Ich habe immer wieder Wanderfahren geschaut, dass oben wohnen, das ausgeschaut hat. Von dem passt es ganz gut. Ja, jetzt packen wir es um. Nutzt man einen Asphaltrand noch aus, was wir haben. Und freuen uns auf Schotter und aufs Tragen. Ja, so schlängeln wir uns jetzt da rauf. Wunderschön da, feine Temperaturen und das Asphalt ist ja optimal, da sparen wir uns schon viel Kraft und ich bin schon sehr gespannt. Von unten haben wir die Hütten schon gesehen, direkt am Gletscher, schaut sehr cool aus. Schauen wir, ob es uns so aufgeht, aber wir sind mal gute Dinge. Und die Seite schaut so aus, auch sehr eindrucksvoll. Ja, Martin sagt über Heidi. Schaut echt so aus. Sehr schön. Mittlerweile haben wir schon einige Meter auf der Vorstraße hinter uns. Und da ist gerade wunderschön. Sieht man jetzt schon richtig gut auf, wo es für uns hingeht. Wow. Bis da ist ewig lang. Aber der Fiedertal total schön. So schaut es bei uns jetzt auch aus. Wunderschön und es ist so steil. Das glaubt man nicht. Aber da ist keine Gangfrage mehr. Es ist einfach so steil. Asphalt heißt steil. Ich meine, es ist mehr als steil. Es ist echt steil. Ja, die steile Rampen hätten wir Hund hinter uns. Und dann kommt man zu der wunderschönen Daimer-Hütte, heißt die. Da kommen wir dann auch wieder auch. Für uns geht es jetzt nämlich da rauf. Und schauen wir, ob wir dann da noch einkehren können, wie es zeitlich alles ausgeht. Weil die haben das voll nett beschrieben. Die machen jeden Tag selber frische Butter und Graukäse. Die haben sicher sich auch noch voll viele andere saugute, selber gemachte Sachen. Ja, es ladet ein und da geht es für uns jetzt auf. Das heißt, Huckerbike montieren und los geht's. Ausschauen dazu mal wunderschön und sehr vielversprechend. Ja gut, wie ihr seht, haben wir schon einige Meter tragend hinter uns. Da unten ist nämlich die steile Vorstraße, wo wir zuerst rauf sind. Ein wunderschöner bauter Weg da rauf. Krass gut. So schaut es bei uns jetzt da aus. Schon sehr alpin, aber der Weg ist echt richtig cool da. Sehr schön. Alright, wir sind mitten in der Tragepartie. Von hinten schaut so aus. Hoppala. Wahnsinnssache. Und für uns geht es da jetzt durch. Durch die Schneeföll. Da wäre jetzt weniger zum Fahren werden, oben das Hackerl. Und oben bringen wir es dann wieder hin, das Ganze. Jetzt sind wir schon echt gut weit herum. Seht ihr, zieht es immer auf und zu, aber oben scheint die Sonne. Haben wir uns schon ein paar erzählt. Das freuen wir uns. Für uns geht es jetzt da auf und durch und da oben ist dann schon die Hütte, ne? Ja, wir befinden uns auf Schnee. Es hat so viel Schnee heuer und es ist einfach Wahnsinn. So, jetzt zeige ich euch, wie es da ausschaut. So, und für uns geht es jetzt dann da auf. So, jetzt sind wir in der Kletterpassage. Bis jetzt geht es einmal voll gut. Ui. Haben super versichert. Oh. Total gut, da sieht man es. Und so geht es weiter. Ui, ich traue mich einmal. Da bist du die von ich, wo das Ohr vorne auf der noch, weißt du da? Ja, sehr gut. Mit dem Truppenhindelbar bist du schief. Ja, gut, jetzt wird es richtig zum Klettern. Das ist mit der Leiter, das ist der Sack. Aber geht mega gut. Also echt, und das Huckerbike seht ihr, wie perfekt. Perfekt, ja, oder? Ich merke es ja doch, wie es ausschaut. Das ist die erste Übung. Ja. Das ist quasi
möge die Leiter mit dir sein. Und da sind wir. Da sind wir. Das Einzige, was mir blöd ist bei uns, wir haben ja Klicks drinnen auf die Steine. Genau. Ein wenig rutschen da mehr mit. Aber das passt. Aber super, ein Zuckerbike ist echt perfekt für sowas. Ja. Und da geht es jetzt weiter. Ja. Ja, das glaubst du oder nicht? Aber wir haben es bald geschafft. Den letzten Meter, der Weg ist abnormal, der wird immer besser. Das ist echt krass. Wenn ich rechts umschwinge, ist die Hütte da. Oh, geil. So geil. Mega. Gleich geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben auch schon gejausnet. Jetzt gibt es noch eine Nachspeise. Und weil gerade das Wetter jetzt gut ist und nicht mehr so viele Leute da sind, mache ich eigentlich einen kurzen Bahnhofschwenk. Da sieht man wunderschön die Hütten. Eigenen Stil, aber schaut von nachher echt cool aus. Wunderschön, es hat immer so auf und zu gerissen. Das Ding haben wir ein bisschen abgebaut. Das ist der Martin. Da oben im Nebel war der Gipfel. Und da sieht man noch ein paar Gletscherausläufe. Da sind die Bikes. Und da hinten ist auch noch alles Gletscher. Und da ist dann die Grenze Österreich. Sehr cool. Hat sich richtig gezogen auf. Ist aber super gegangen. Die Kletterpassagen waren extrem gut machbar. Und herum ist der Weg besser denn je. Am leichtesten von der ganzen Tour, würde ich sagen. Ja. Also voll cool zum Einfahren. Ob es klappt oder nicht. Man fährt sich ein, man nimmt ein Lauter und es wird schwieriger. Stranger Weg. Aber echt in cool. Summe sicher 95% Vorbau. Ist für einen 3000er nicht, aber selbstverständlich. Und macht Freude auf mehr. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da hinten bis zum Auto geht, aber in Summe sind es jetzt 2000 Dürfenmeter. Sehr cool. Rock'n'Roll. Das heißt, da holen die Röcke. Ein Riegel. Kraft tanken und dann geht's für uns.
sagen die Leute. Ende gut, alles gut. Wahnsinn. Es ist schon 7 Uhr abends und wir sind schon wieder beim Auto. Das heißt, wir haben keine 12 Stunden gebraucht. Das ist mega. Echt cool. Unter 12 Stunden die Tour und die haben echt gemütlich angegangen. Da hinten waren wir oben. Schau gesagt, da ganz ein kleiner Punkt. Da ganz, ja. ganz hinten. Da eigentlich Österreich wieder ist. Ganz hinten, ganz hinten. Auf jeden Fall ist sehr geil. Echt richtig krass. Richtig geil gewesen. Aber er hat nicht aufgehört, dass so wieder war. War ein flowiger S4. S3, S4, total flowig. Also unten wirklich. Dann mega. Und war S0. SMS-Trail, das wollte ich selbst schreiben können. Ich habe zwar was Apple geschickt davor. Und ja. Echt cool gegangen. Auf jeden Fall war echt richtig geil. Ich bin jetzt durch, wir haben reserviert auf eine Pizza. Jeder der Familienpizza bestellt und 6 Liter Wein. Duschen, dann noch schnell essen. Bremsen sind jetzt abbrennt, hinten gibt es neue. Und that's it. Ja. In diesem Sinne, wenn ihr es derweil Zeit habt, haut es in die Kommentare, wenn ihr mal oben wollt. Wenn ihr keiner gerne, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. See you later. Macht's es gut. Ciao. Ciao.